99,99% Altersteilrente. Warum sollte ich eigentlich diesen Antrag stellen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die Rechtslage lässt es zu. Ich kann mir eine Altersrente entweder als volle Rente auszahlen lassen oder bewilligen lassen, oder ich entscheide, dass die Altersrente eben als Teilrente gezahlt wird. Vollrente meint hier, dass die Altersrente mit allen Entgeltpunkten aus rentenrechtlichen Zeiten bis Rentenbeginn in voller Höhe berechnet und ausgezahlt wird. Und Teilrente meint, dass eben von diesem 100% Satz an Entgeltpunkten dann nur ein bestimmter prozentualer Anteil dann ausgezahlt wird. Das können Sie nach den gesetzlichen Vorschriften des SGB VI frei wählen. Die Teilrente gibt es nur für Altersrenten, für Erwerbsminderungsrenten ist das einfach nicht möglich. Das sieht das Gesetz nicht vor. Bitte nicht verwechseln die Teilrente als Altersrente mit der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ist keine Teilrente. Sie ist eine Rente, weil sie eben nur, in Anführungsstrichen, nur noch 3 bis unter 6 Stunden arbeiten können und deswegen teilweise erwerbsgemindert sind. Die Rente wegen voller Erwerbsminderung ist auch keine Vollrente im Sinne einer Altersvollrente. Sie bezieht sich grundsätzlich immer nur auf den Tatbestand des Eintritts der vollen Erwerbsminderung. So, aber jetzt kommen wir mal zu der entscheidenden Frage. Warum sollten Sie eigentlich die 99,99% Teilrente beantragen? Was sind da die Gründe? Ja, und da sind mir quasi zwei Gründe eingefallen, die aus meiner Sicht und auch aus meiner Berufserfahrung wesentlich sind und wichtig sind. Das ist der erste Grund ist, Sie sichern sich mit der 99,99% Altersteilrente, ich beziehe das wirklich auf diesen Prozentsatz, einen Krankengeldanspruch bei laufender Beschäftigung neben Rentenbezug. Das heißt also, wenn Sie eine Altersrente beziehen, 99,99% bewilligt wurde erstmals, und Sie werden nach Bewilligung dieser Rente aus einem laufenden Beschäftigungsverhältnis heraus arbeitsunfähig erkrankt, bekommen Sie die ersten 6 Wochen Entgeltfortzahlung und danach dann Krankengeld. Das wäre bei Vollrentenbezug nach Rechtslage SGB V nicht möglich, aber bei Teilrente schon. Zweiter Grund, der ist auch ganz wichtig. Viele Menschen, Rentnerinnen und Rentner, wollen oder pflegen ihre Angehörigen. Und zwar, wenn sie eine vorgezogene Altersrente beziehen, können sie ganz normal hier als mit der Vollrente die Pflege weitermachen. Sie bekommen dann die Entgeltpunkte für die Pflege durch die Pflegekasse auf ihrem Versicherungskonto gutgeschrieben. Das heißt also, die Pflegekasse meldet der Rentenversicherung hier entsprechende Einkünfte und die werden dann in Entgeltpunkte umgerechnet. Ja, aber der ganze Spaß hört ab Erreichen der Regelaltersgrenze auf. Oder genauer gesagt, ab Ende des Monats, in dem Sie das Lebensalter Ihrer Regelaltersgrenze vollendet haben. Wenn Sie dann nicht reagieren, ist der versicherungsrechtliche Anspruch auf die zusätzlichen Entgeltpunkte, die Sie ja erwirtschaften könnten, weil Sie einen nahen Angehörigen pflegen, schlicht und ergreifend weg. Denn Sie sind in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei. Das können Sie umgehen, indem Sie genau zu dem Monatsanfang, der dem Monat folgt, in dem Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben, dann einen Antrag auf die Teilrente stellen. Aber das müssen Sie bitte noch vor dem Monat machen. Beispiel: Sie erreichen am 30.05.2024 Ihre Regelaltersgrenze. Das heißt also, Sie haben dort eine Vollrente wegen Alters und pflegen Ihren Ehegatten. Dann bekommen Sie bis zum 31.05.2024 die Entgeltpunkte gutgeschrieben. Danach, ab 1.06., würde Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rente eintreten. Das heißt also, Sie stellen bitte im Mai 2024 oder Mai 2025 meinetwegen dann bitte noch einen Antrag auf eine 99,99% Teilrente. Dann muss die gesetzliche Rentenversicherung oder Ihr Rentenversicherungsträger
einen neuen Rentenbescheid erlassen zum 1.6. und mit diesem Rentenbescheid gehen Sie dann zu Ihrer Pflegekasse und verlangen, dass Sie weiter die entsprechenden Entgeltpunkte oder die Entgelte, die aufgrund der Pflege für Sie durch die Pflegekasse an die Rentenversicherung gezahlt werden, auf Ihrem Versicherungskonto gutgeschrieben werden. Ja, meine Damen und Herren, das sind aus meiner Sicht erstmal die wichtigsten Gründe, warum man eine 99,99% Teilrente hier in Erwägung ziehen kann. Es gibt noch einen anderen Grund. Es gibt Menschen, die sagen, okay, ich möchte nach der Regelaltersgrenze einfach noch weiterarbeiten und die Entgeltpunkte hier entsprechend weiter gutgeschrieben bekommen. Dann könnte ich ja das auch über die 99,99% Teilrente erledigen. Da warne ich aber davor, denn Sie können mit dem Arbeitgeber bei Ablauf oder bei Erreichen der Regelaltersgrenze nämlich eine schriftliche Vereinbarung treffen, dass Sie auf die Versicherungsfreiheit verzichten und dann weiterhin über der Regelaltersgrenze hinaus versicherungspflichtig sind. Dann brauchen Sie den Umweg über die 99,99% Teilrente nicht zu gehen. Aber das soll es erstmal gewesen sein zu diesem Thema. Zwei wichtige Punkte, warum Sie Teilrente in Erwägung ziehen können. 99,99% Teilrente ist eine ganz feine Sache, gerade für die Menschen, die nahe Angehörige pflegen. Bei Pflegegrad 2 und 3 ist die 99,99% Teilrente ab Erreichen der Regelaltersgrenze wirklich eine ganz feine Angelegenheit. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen und allen, die mir heute zuhören, alles Gute, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.